Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Wir geben uns weiterhin Stuff von Nina Chuba. Ja, der letzte Track war neben mir. Der hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ich bin jetzt aber umso gespannter auf den nächsten. Molly Moon heißt der. Der ist noch ein deutscher Song. Aber schreibt mir hier auch wieder gerne englische Songs von ihr rein. Oder den englischen Song, den ich auf jeden Fall hören muss, der mich catchen wird vielleicht. Aber gerne auch weiterhin andere Artists, die ihr empfehlen könnt, die ich mir geben soll, die mir vielleicht gefallen könnten. Oder auch nicht. Oder wo ich reinhören soll. Was auch immer, Freunde. Ich bin sehr gespannt. Jetzt auf Molly Moon hört sich erstmal ganz anders an als bis jetzt. Wir hatten neben mir alles gleich. Gut, Feminello vielleicht ein bisschen rausgefallen, aber das passt so vom Namen her nicht so ins Schema. Bedeutet, ich erwarte jetzt vielleicht auch ein bisschen was anderes. Ich weiß es nicht. Nichts Ruhiges. Ich will was Crazyes. Ich will was Crazyes haben. Ich bin gespannt. Ganz kurz Handy laden. Bam. Okay, let's go. Drop ne Demo, ey, in Ass bekommen, Herzrasen. Okay, es ist was Crazyes, es ist was Hartes direkt. Wollte das eigentlich alles nur als Scherz machen. Album kommt, ey, ist doch Ehrensache. Aber nur wenn sie die Taschen dafür leer machen. Holy. Press forward, ihr seid mir alle zu langsam. Okay, wie vielseitig ist denn bitte eine Nina Chuba auf einmal geworden? Also für mich auf einmal, ihr wisst es, ihr wisst, ihr seid so, Bro, ja, shut the fuck up, obviously so, aber Digga, für mich ist das gerade hier. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz anders, Junge. Krass, ich find's gerade voll bemerkenswert, wie vielseitig sie ist. Ich find den Beat mega nice. Super angenehm und nice, sie mal so flown zu hören. Aber trotzdem relevant, man. Jobbox voller Heat, Digga, das ist erst der Anfang. Alle hook, wenn der Beat droppt. Ich shoote und ich treffe ihren Sweet Spot. Geile Melodie. Seid steht still, sagt die T-Shock. Mach's wie Molly Moon, ja, ich habe den Cheat-Code. Molly Moon, Skyrocket, I'm the flyest in the room. Alles steht still, mach Moves, ja. Okay, das ist wirklich unerwartet gewesen für mich irgendwie, Mann. Also ich habe bei Molly Moon was anderes erwartet, ich habe was ganz anderes auch bekommen, so. Aber krass. Hä? Das ist so, als ob sie jetzt im nächsten Track auf einmal, keine Ahnung, Elektro-EDM macht und dann im nächsten Track Schlager auf einmal, so wisst ihr? Ist irgendwie voll, voll interessant. Zieh euch in den Bann, was wollt ihr tun? Was wollt ihr tun? Molly Moon, Skyrocket on the fire, stand the boom. Boah, ich finde dieses... Im Hintergrund im Beat ist so. Diese Mello ist geil. Ich frag mich, wie warm war es in diesem Studio, wenn sie einerseits in einem Basketball-Shirt da stehen kann und dann im nächsten Shot aber eine fette, fette Adidas-Winterjacke braucht. Das sind hier die richtigen Fragen, die ich mir stelle. Switch von Englisch zu Deutsch, ich nenn mich Dolmetscher. Industrie macht Auge, aber no pressure. Ich will alles von allem, ich bin und bleibe Go-Getter. Es ist super interessant, aber trotzdem habe ich das Gefühl, so dieser Stuff wie von Feminello zum Beispiel oder alles gleich fittet bei ihr einfach besser. Also es fühlt sich vielleicht für mich jetzt auch einfach ungewohnt an, weil ich diese beiden Tracks sehr, sehr oft gehört habe oder auch Tracksuit Velour in letzter Zeit sehr, sehr oft gehört habe. Und das ist ja so echt vom Vibe her eine 180-Grad-Drehung zu dem hier. Und vielleicht ist es deswegen so ein bisschen befremdlich, würde ich fast sagen. Also ich finde es super nice. Es ist auch gut, aber es ist noch so ein bisschen, dass ich denke, ah, das connectet noch nicht so ganz, weil ich finde auch der andere Flow so aus wie dieser Feminello-Flow, der passt irgendwie besser, so ein bisschen, wisst ihr? Strophen hinterlassen Tränen, so wie Love Letters. Ich war plötzlich am Start, aus dem Nichts einfach da. Auf der Überholspur wie bei Mario Kart. 300 km/h, nichts bringt mich aus der Bahn. Könnt mich nicht kopieren, denn ich bleib unikal. Alle hoch, wenn der Beat droppt. Das finde ich, das ist die Bridge, finde ich. Die Bridge finde ich am besten sogar hier drin, muss ich sagen. Ich nicht kopieren, denn ich bleib unikal. Alle hoch, wenn der Beat droppt. Das finde ich, die Bridge finde ich am besten sogar, muss ich sagen. Es ist super cool, sie so zu hören, aber irgendwie echt ein bisschen befremdlich, ungewohnt. Und bin ich noch nicht ganz warm mit geworden, muss ich sagen. Ich shoote und ich treffe ihren Sweet Spot. Seid steht still, sagt die T-Shock. Mach's wie Molly Moon, ja, ich habe den Cheat-Code. Molly Moon, Skyrocket, I'm the flyest in the room.
Also ich wirklich die Bridge hat mich umgehauen schon fast. Die Bridge finde ich super strong, muss ich sagen. Die will ich nochmal hören. Ich bin echt der schlechteste Mensch im Zurückspulen. Ich kann das nur einschätzen. Wenn der Beat droppt. Ich shoot und ich treffe ihren Sweet Spot. Seid stets still, sagt die T-Shock. Mach's wie Molly Moon, ja, ich habe den Cheat-Code. Molly Moon, skyrocket, I'm the flyest in the room. Und der Beat ist halt sehr sexy, man. Der Beat ist echt geil. Alles steht still, mach und Moves, ja. Zieh euch in den Bann, was wollt ihr tun? Was wollt ihr tun? Aber ich fühle ihre Attitude. Es passt zu ihrer Attitude doch halt irgendwie. Schwer zu sagen. Ich weiß es nicht. Was will ich tun? Ich weiß es nicht. Ey, okay, ich bin gespannt auf die englischen Songs, in welche Richtung sie gehen werden. Ich könnte mir bei den englischen Tracks so eine Richtung mehr vorstellen, tatsächlich. Ey, ich bin super gespannt, Mann. Ich werde mir den Song auf jeden Fall des Öfteren geben. Der hat mich mehr angesprochen, auf jeden Fall, als Neben dir letztes Mal. Der hat mich auf jeden Fall mehr angesprochen. Aber es ist halt noch ein bisschen ungewohnt. Es ist noch so ein bisschen, ja, befremdlich leider irgendwie, weil ich halt diesen Feminello-Flow und so und diesen Tracksuit Velour-Vibe so von ihr kenne und halt so oft gehört habe, dass es jetzt halt eine ganz andere Nina Chuba ist. Aber ich finde es erstmal super cool, wie sie sich ausprobiert und was sie alles macht, wie sie sich ausprobiert, wie sie sich einfach so, wisst ihr, sie macht einfach so ihr Ding, worauf sie Bock hat und versucht hier, versucht da und lebt ihren Style einfach. Das finde ich ganz nice. Ja, Mann, ich bin super gespannt. Ich werde mir das Ding öfter geben und dann kann ich vielleicht noch wer ist denn das? Redundierte? Nee. Eine bessere Meinung dazu abgeben vielleicht. Ja, Mann, aber ich finde es super cool, Mann. Ich finde es super cool. Auf jeden Fall dicke Shoutouts für die Bridge, Junge. Die war so geil, der Beat war geil. Und, ja, Mann, ich bin gespannt. Schreibt mal auf jeden Fall rein, wie habt ihr auch dieses Ding so? Also, ich weiß halt nicht, Tracksuit Velour und Feminello waren, glaube ich, kamen beide nach diesem Song raus, glaube ich. Also, Tracksuit Velour auf jeden Fall. Vielleicht hattet ihr das deswegen nicht diesen Vibe und dachtet eher bei diesen Songs so, Bro, das ist jetzt etwas ganz anderes. Ich habe jetzt halt so die Reverse-Reaction hier drauf. Deswegen ist es vielleicht bei mir einfach anders. Ich weiß es nicht genau. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren gerne wissen und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt so fresh und gut aussehend wie immer und ciao.